Hallo, ihr fantasievollen Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop für den Januar 2017. Liebe und Leben im Jahr der Sonne. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch eure Liebeskonstellation des Monats führen. Ja, ihr lieben Fischlein, ihr träumt euch ins neue Jahr hinein und das wirkt unglaublich bezaubernd. Aber es kann auch dazu führen, dass ihr zu viel in Fantasiewelten abtaucht und deswegen vielleicht reale Beziehungschancen gar nicht so richtig mitkriegt. Deswegen schwärmt nicht nur für jemanden, sondern geht auch in die Begegnung. Und wenn ihr liiert seid, träumt nicht neben eurem Schatz her, sondern konzentriert euch auf denjenigen, der euch liebt und den ihr liebt. Genau, jetzt euer Erlebnishintergrund. Welche Planeten stehen langfristig für euch? Ihr habt ja weiterhin Neptun in eurem Zeichen stehen. Das macht euch eben besonders bezaubernd und verträumt und verführerisch. Und das spüren zurzeit besonders diejenigen, die am 26. und 27. Februar Geburtstag haben. Und jetzt im Augenblick steht auch noch gerade der Mars dabei. Das heißt, ihr erwischt eigentlich auch wahrscheinlich einen recht schwungvollen Start in den Monat, okay, vielleicht am Anfang noch nicht so, solange der Mars da noch so direkt bei Neptun steht, aber für den Rest des Monats werdet ihr schon merken, dass ihr dann doch so allmählich in Gang kommt und dass doch einiges passiert und dass ihr auch gefragt seid und dass ihr auch was bewirken könnt. Genau. Ja, dann haben wir den Mondknoten weiterhin bei euch gegenüberstehen im Partnerhaus. Und das betrifft jetzt besonders diejenigen, die zwischen dem 20. und 25. Februar Geburtstag haben. Also ihr könnt noch einen Seelenpartner treffen und jemanden begegnen, der wirklich wichtig ist für euch. Und wenn es nicht der Partner ist, dann vielleicht doch jemand, der euch Türen öffnet und überhaupt einfach wichtig wird in eurem Leben und auch die Energie überhaupt auf Partnerschaftsthemen lenkt. Dann habt ihr den Machtplanet Pluto in einem günstigen Aspekt zur Fischesonne stehen. Er steht hier im Steinbock und macht ein Sextil zu den Fischen, was für viele Fische so einen gewissen Zuwachs an Power bringt und auch so, dass sie sich mehr trauen, auch mal Ecken und Kanten zu zeigen oder sich mehr abgrenzen oder dass sie auch mächtige und einflussreiche Freunde gewinnen. Und das spüren zurzeit besonders diejenigen, die zwischen dem 6. und 11. März Geburtstag haben. Ich bin auf diese Sachen auch ganz ausführlich im Jahreshoroskop eingegangen. Ne? Könnt ihr euch das auch nochmal anschauen, weil das ja auch das ganze Jahr über Gültigkeit hat. Dann gibt es einen Aspekt, der ist ein bisschen schwierig. Das ist das Quadrat zu Saturn hier. Der steht für euch in der Chefetage des Horoskops, also im 10. Haus und zeigt an, dass da vielleicht ein Chef ist, der sehr viel Forderungen stellt, dass ihr beruflich euch sehr anstrengen müsst. Ihr könnt jetzt auch sehr viel erreichen. Ihr werdet vielleicht auch befördert. Habe ich öfter gesehen jetzt. Ich habe einige Klienten aus dem Zeichen Fische, die sind beruflich sehr gefordert, aber es ist eben auch anstrengend, ne? Und da müsst ihr dann eben einfach auch schauen, wo ihr euch da einsetzen müsst und könnt. Und natürlich kann das auch dazu führen, dass ihr auf gewisse romantische Momente manchmal verzichten müsst. Und das spüren jetzt besonders diejenigen im Januar, die zwischen dem 10. und 17. März Geburtstag haben. Und dann gibt es noch den Einfluss von Lilith. Lilith steht im Trigon und damit in einem harmonischen Aspekt zur Fischesonne. Und das bedeutet, dass so eine gewisse prickelnde Energie reinkommt. Und dass ihr vielleicht auch, wenn ihr unterwegs seid, interessante Menschen, vor allen Dingen Frauen kennenlernt oder vielleicht auch Fische Männer, interessante Begegnungen mit Frauen aus dem fremden Kulturkreis habt, die sehr, sehr prickelnd sein können. Und es kann aber auch innerlich eben sich darauf auswirken, dass ihr einen Zuwachs an Kreativität spürt oder den stärkeren Wunsch, eure Weiblichkeit auszuleben. Und das betrifft besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 14. und 21. März Geburtstag haben. Genau, so, und jetzt kommen wir noch zu den aktuellen Konstellationen, die so den Monat über für euch gelten. Da gehen wir den Monat einfach durch und ich sage euch dann, wann kritische und wann top gute Phasen sind. Fangen wir an mit dem Neumond am 29. Dezember. Weil der schon so ein bisschen das Thema für die darauffolgenden 4 Wochen vorgibt, also damit eben auch dann für den Januar. Und der steht für euch im Haus der Freundschaften. Das heißt,
Es kann einen Neuanfang geben in Bezug auf Freunde. Es ist wichtig, Freundschaften zu pflegen. Aber ihr müsst auch bedenken, dass der rückläufige Merkur dabei steht. Der wird am 8. Januar wieder direktläufig. Es kann also auch im Bereich der Freunde zu einem Missverständnis kommen. Deswegen nehmt euch einfach für diesen Monat vor, mit euren Freundschaften ganz besonders bewusst umzugehen und vielleicht nach dem 8. auch etwas zu klären, falls was im Argen liegen sollte. Genau. Dann ein besonderer Top-Tag für euch ist gleich der 3. Januar, denn da geht die Venus dann auch in euer Zeichen, in euer erstes Haus für den Rest des Monats. Und der Mond ist auch noch gleich dabei und aktiviert die ganzen Fischeplaneten. Also da stehen die Fischegeborenen wirklich sehr, sehr, sehr im Mittelpunkt, was überhaupt eigentlich auch den ganzen Januar über gilt, jetzt eben auch mit der Venus in eurem Zeichen. Der Chiron steht auch bei euch im Zeichen und das ist ja der Planet der Heiler, aber auch derjenigen, die Hilfe brauchen. Und wenn ihr, was ja bei vielen Fischen der Fall ist, spirituell unterwegs seid, dann seid ihr jetzt ganz besonders gefragt, weil die spirituelle Energie, die kanalisiert sich jetzt durch euch, durch die Fische in der Welt und ihr habt da ganz viele Möglichkeiten, wirklich was zu bewirken, auch mit dem Mars dabei. Also ihr seid jetzt im Januar hier echt die Stars, was das anbetrifft. Genau. Ja, dann wird ja der Merkur wieder direktläufig am 8. Januar. Der ist dann ins Zeichen Schütze zurückgelaufen. Das ist übrigens vielleicht auch ganz gut, weil sich dann vielleicht auch berufliche Dinge, die eventuell schwierig waren, klären lassen in der Zeit. Und dann ab dem 12.01. ist dann der Merkur auch wieder im Steinbock und damit wieder günstig zur Fischesonne. Und der 12. ist dann auch der Vollmond, der, wie ich ja in der kosmischen Schwingung schon gesagt habe, so ein bisschen kritisch ist. Aber jetzt ist es so, dass euer Zeichen in einem harmonischen Aspekt dazu steht. Also hier haben wir die Spannung, Sonne, Mond, Pluto ist dabei. Hier dieses krasse Quadrat noch mit Jupiter und Uranus. Also wirklich eine sehr, sehr spannungsreiche Konstellation, wo viel Kribbeln in der Luft liegt. Und euer Zeichen steht jetzt hier in einem Winkel, der helfen kann, die Spannung abzubauen. Ja, also da seid ihr gefragt. Wenn es jetzt eine Liebesgeschichte ist, dann kann man ja vielleicht einfach intim werden, um Spannung abzubauen. Wenn es eine Freundschaftsgeschichte ist, was sehr gut möglich ist, weil ja eben hier die Sonne dann bei euch im Haus der Freundschaft steht, dann seid ihr vielleicht gefordert, da zu vermitteln, zu helfen. Vielleicht kommen auch Freunde mit Liebeskummer. Also da seid ihr jetzt voll im Einsatz und ihr seid gefragt, ihr steht da jetzt im Mittelpunkt und ihr könnt den ganzen Mondsüchtigen, die nicht schlafen können oder die verwirrt sind oder sich in irgendein Liebesdesaster hineinmanövriert haben, denen könnt ihr dann zur Hilfe kommen. Genau. Dann, vorher haben wir aber noch einen Top-Tag für euch. Habe ich jetzt ganz vergessen. Genau, das war nämlich am 7. und 8. Das ist sogar ein ganzes Wochenende mit einer schönen Konstellation. Und zwar ist da der Mond im Stier, steht günstig zur Fischesonne, macht gute Aspekte, hilft auch überhaupt insgesamt die Spannung abzubauen. Und auch das rückt euch wieder stark in den Vordergrund und Mittelpunkt. Und am 11., unmittelbar vor dem Vollmond, haben wir noch ein sehr schönes Trigon hier vom Mond im Krebs. Schöner Aspekt auf euch, ne? Auf die Fischlein, die jetzt hier mit der Venus und Neptun voll im Liebes- oder auch im spirituellen Rampenlicht stehen. Und das wird dann an dem Tag am 11. besonders ausgelöst. Genau. Ja, Vollmond haben wir ja schon besprochen. Dann kommt eine kritische Phase. Und die ist auch durchaus für euch kritisch, weil nämlich dann hier der Saturn, der ja sowieso für die Geburtstagskinder vom 10. bis 17. März im Quadrat steht, die spüren das also die ganze Zeit, den ganzen Monat über. Aber auch die anderen werden das jetzt spüren, weil nämlich dann eben hier die Planeten, erst der Mars und dann die Venus, da ein Quadrat bilden, also eine Spannung bilden. Und das ist besonders heikel zwischen dem 14. und dem 20. Und für euch kann es eben auch bedeuten, dass wieder berufliche, also karriereentscheidende Angelegenheiten damit reinspielen und euch vielleicht eben auch dann so beschäftigen, dass ihr dann auch nicht für andere da sein könnt oder dass eure spirituelle Arbeit zurückgestellt werden muss. Da seid ihr dann voll im realistischen Leben gefordert. Ja. Kann auch ein Durchsetzungsproblem sein, ja, dass ihr vielleicht da eigentlich euch durchsetzen solltet hier mit Mars, aber ihr kommt da nicht so recht zum Zuge. Aber da würde ich einfach sagen, Geduld
einfach. Und hier auch gute Freunde können euch dann mal helfen. Ne? Ihr habt ja auch jetzt viel geholfen, da könnt ihr auch mal um Hilfe bitten. Die stehen hier gut für euch, auch die mächtigen Freunde, die euch helfen können. Aber sonst würde ich da den Ball einfach flach halten, weil die Phase geht vorbei. Dieses Quadrat ist kritisch vom 14. bis 20. Ne? Und danach beruhigt sich das schon wieder etwas. Dann haben wir eine Konstellation, während dieser Zeit habe ich geschrieben, heikel, aber romantisch. Da haben wir nämlich den Mond hier, der aktiviert also euer Partnerhaus. Und das ist an beiden Tagen, also 15. und 16. Aber gleichzeitig herrscht ja eben hier dieses Quadrat, wo es vielleicht dann auch zu einer Frustrationssituation kommen kann. Müsst ihr mal darauf achten, dass ihr das trennt, ne? Dass ihr schon eine schöne Liebesbegegnung von irgendwelchen beruflichen Frustsituationen gut trennt. Genau. Ja, dann geht ja am 20. und zwar genau am, nee, dieses Jahr sogar schon am 19.01. um 22:23 Uhr tritt die Sonne in den Wassermann ein und damit bei euch ins Haus der Spiritualität. Das stärkt eben diejenigen unter euch, die spirituell unterwegs sind. Es kann aber auch sein, dass es sich bemerkbar macht, indem ihr ein bisschen müder seid als sonst und ein bisschen mehr Rückzug und Ruhe braucht dann in dem nächsten Monat, während die Sonne im Wassermann ist. Dann müsstet ihr euch einfach öfter mal Auszeiten nehmen. Ne? So, dann haben wir noch mal eine gute Phase, wenn der Mond hier im Skorpion ist. Damit bildet er dann mit der Lilith zusammen Trigon auf eure ganzen Planetenpositionen hier in den Fischen. Das ist sicherlich eine schöne Energie. Auch noch mal eine, wo man wirklich auch so Eingebungen hat und vielleicht auch über den Tellerrand hinausguckt oder eben vielleicht jemanden kennenlernt aus dem fremden Kulturkreis. Ja, und dann kommt aber noch mal eine kritische Phase, die geht so vom 24. bis zum 27., weil nämlich dann ja eben die Venus hier ins Quadrat zu Saturn läuft, auch mit Chiron dabei. Da ist also besteht einfach die Gefahr, dass man da einen Liebesfrust erlebt oder dass man vielleicht einfach nicht das bekommt, was man sich gewünscht hat in der Liebe. Aber da würde ich auch sagen, einfach aushalten, denn die Phase geht vorbei. Die geht eben, wie gesagt, so etwa vom 24. bis zum 27. Und in der Zeit ist aber auch noch eine gute Konstellation und die ist am 25., wenn der Mond hier im Steinbock ist, im 11. Haus wieder einen guten Aspekt zu euch. Also vielleicht auch noch mal eine Idee, dass ihr dann bei euren Freunden um Hilfe bittet, falls ihr betroffen seid von dem Liebesfrust. Ne? Genau. So, und dann kommt ja der Neumond im Wassermann und das ist dann, der ist am 28. Januar und das ist dann für Fische geborene, das kann dann ein spiritueller Neuanfang sein, eine Möglichkeit zu meditieren oder vielleicht auch darüber, wo ihr spirituell arbeiten wollt, wo ihr hin wollt mit euren Kräften oder eben einfach auch einen Rückzug, dass ihr da für euch selber schaut, was ihr braucht und was euch wichtig ist. Genau. Und dann gibt es frische Impulse für euren Selbstwert und auch für euer Geldhaus ab dem 28. und dann im ganzen Februar, weil nämlich dann der Mars in euer zweites Haus geht. Die Venus folgt dann auch hinterher. Das ist auch noch gut. Also die Venus hat man ja erst im eigenen Haus, was die eigene Ausstrahlung stärkt. Und wenn sie dann ins Geldhaus geht, ist das auch immer eine gute Nachricht. Und vielleicht bekommt ihr dann im Februar auch etwas Schönes zu Valentinstag geschenkt, was euch eben zeigt, dass ihr jemandem ganz viel wert seid und damit auch euren eigenen Selbstwert steigert. Ja, meine lieben Fischegeborenen, auch euch nochmal die Nachricht, dass ich weiterhin unter meinen Abonnenten Beratungen verlose. Diesmal gibt es eine 15-minütige Kurzberatung und deswegen, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt. Das erscheint dann hier in diesen Kästchen. Da steht dann hier klicken und an der Verlosung teilnehmen. Aber natürlich auch, wenn ihr schon abonniert habt. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne eine persönliche Beratung bei mir buchen. Und ich habe eine Hotline auch. Das haben jetzt auch schon einige in Anspruch genommen. Das funktioniert offenbar sehr gut. Da ruft ihr mich dann bitte auf meinem Kundentelefon an und dann gebe ich euch die Hotline-Nummer und da könnt ihr dann zum Minutenpreis 2,99 die Minute mit mir telefonieren. Aber ihr könnt natürlich auch eine Beratung buchen, könnt ihr euch auf meiner Webseite schlau machen. Ja, meine lieben Fischegeborenen, dann wünsche ich euch einen schönen spirituellen und liebevollen Januar, wo ihr sicherlich sehr oft im Mittelpunkt stehen werdet. Alles Gute mit den Sternen.